Herzlich willkommen beim Club 3. Unser heutiger Gast ist Anton Toni Faber, der Dompfarrer zu St. Stephan in Wien. Mit mir diskutieren heute die Johanna Hager von Kurier und der Norman Schenz von der Kronenzeitung. Wikipedia, unendlicher Eintrag bei Toni Faber, Dompfarrer St. Stephan, offiziell oder richtig ab 1999, Geschäftsführerin seit 25 Jahren, Dechant, Domkapitular, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates und so weiter. Aber ich habe heute nachgeschaut und Wikipedia ist sehr aktuell, weil Sie heute Geburtstag haben. Und es ist nicht der 50., darf ich sagen, es ist der 60. Alles Gute zum Geburtstag. Danke, herzlich danke für die Einladung, die Möglichkeit, auch mit 60 noch etwas für die jugendliche Form der Kirche beizutragen. Die jugendliche Form der Kirche, ja, übersprechen wir dann. Herr Faber, Ihr Geburtstag fällt in mehr als turbulente Zeiten, nach 2 Jahren Corona, der Krieg in der Ukraine, die Flüchtlingsströme, die auf Österreich zukommen. Was macht das mit Ihnen und was macht das mit der Kirche in Österreich? Es fordert mich und es fordert die Kirche und die Christen dieses Landes sehr heraus. Und wir sollen einerseits beten, aber es darf nicht beim Beten bleiben. Es muss zum entschiedenen Handeln aufgerufen werden. Und Gott sei Dank hat die Kirche in Form der Caritas, in Form der aktiven Laien, der Frauen und Männer, die in diesen Tagen jetzt wieder gerade neu zum Pfarrgemeinderat kandidieren, viele Kräfte, die dazu beitragen können, Not zu lindern, für Gerechtigkeit einzutreten, um Frieden zu beten, aber immer für den Frieden auf dem Boden der Gerechtigkeit. Das heißt, dort, wo wir mit Papst Franziskus beitragen wollen, dass dieser kriegerische Konflikt in der Ukraine befriedet wird, der versucht da wirklich alle Ebenen. Er geht zum russisch-orthodoxen Botschafter im Vatikan, sucht ihn auf. Er versucht mit dem Patriarchen Kyrill zu reden, ihm ins Gewissen zu reden. Es wird dann nicht so entschieden, klar, deutlich, aber er hat völlig klar gesagt, das ist nicht eine Notoperation im Nachbarland, sondern es ist schrecklicher, erbarmungsloser Krieg. Und gut, dass der Papst Franziskus das beim Namen nennt und uns alle aufruft, über die Grenzen des christlichen Glaubens hinweg, dass wir dann einen Beitrag leisten, um eine gerechtere Welt herzustellen. Die Kirche weiß sich seit 2000 Jahren dazu berufen. Sie hat es nicht immer mit Erfolg geschafft. Immer war die Kirche und die Christen auch in Gefahr, sich politisch missbrauchen zu lassen. Das erleben wir gerade in Russland von der russisch-orthodoxen Kirche, wo wir uns so dringend etwas wünschen würden, dass Patriarch Kyrill auch sagt, da muss es etwas anders sein. Alles Fragen, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Aber weil Sie es angesprochen haben, es gab offensichtlich ein Telefonat zwischen Papst Franziskus und dem Patriarchen Kyrill. Die Presseaussendung, verzeihen Sie mir den Ausdruck, des Vatikans klang schon ein wenig windelweich. Ja, ich war sehr enttäuscht davon, von der Presseerklärung, mit dem, was Papst Franziskus in den letzten Tagen auch anderes artikuliert hat. Da versucht man immer in diplomatischer Sprache das Unfassbare, das Grauen des Krieges irgendwie doch zukunftstragend zu formulieren. Mir war es zu wenig. Ich bin sehr enttäuscht davon und würde mir klare Worte hier auch gegenüber dem Kyrill wünschen, nicht alle Türen zuzuschlagen, aber gleichzeitig zu sagen, hier ist grobes Unrecht, hier ist ein Angriffskrieg da, das ist nicht Das stand alles nicht in der Presseaussendung des Papstes. In der Presseaussendung nicht, aber davor hat es der Papst Gott sei Dank schon gesagt, aber ich bin enttäuscht mit Ihnen. Sind Sie jedem Patriarch begegnet? Ja, Patriarch Kyrill war früher Metropolit, der Außenamtsleiter und wir waren in Vorbereitung eines möglichen Papsttreffens in St. Stephan in Wien und er ist dafür gekommen und hat eigene protokollarische Ansprüche gehabt. Zum ersten und letzten Mal in meinem Leben bin ich im Auftrag des Kardinals zum Flughafen gefahren mit dem Dienstauto des Kardinals in prachtvoller Kleidung. Das haben sich die russisch-orthodoxen so erwartet, mit Ring und Berett und Kreuz. Ziemlich komisch vorgekommen und unangenehm berührt. Die Leute haben mich angeschaut, ist da Fasching oder was passiert da? Und wie ich dann mit ihm, mit dem Dienstwagen ins Palais zurückgefahren bin, haben wir Smalltalk versucht und mir gedacht, was werde ich mit dem Patriarchen, damals noch Metropolit Kirill, sprechen. Er hat sich um die Skisaison gekümmert und interessiert und da konnte ich gut aufwarten, dass ich selber Skilehrer war als Student und auch dort und da Skifahren gehe. Und er hat dann vom Helikopter-Skiing im Kaukasus gesprochen, was mich einigermaßen verwundert hat. Und dann beim Gottesdienst bei der Vespert in der Vorbereitung war ich tief enttäuscht, dass es ihm nicht um die Gesänge, nicht um die biblischen Texte, nicht um den liturgischen Ablauf gegangen ist, sondern ihm nur wesentlich war, wer sitzt höher?
der Patriarch oder der Kardinal. Alles andere, sagt er, kümmern Sie sich darum, das interessiert mich gar nicht, sondern ist der Patriarch, der damalige russische Patriarch, eh um 10 cm höher in seiner Sitzgelegenheit als der Kardinal. Und da habe ich so manche ökumenische Bestrebungen von der russisch-orthodoxen Seite, nicht vergleichbar mit vielen anderen guten ökumenischen Begegnungen, doch als sehr enttäuschend wahrgenommen. Was wäre dann, ich merke, wie Sie auch emotional davon mitgenommen sind, was wäre dann Ihr Zugang zu sagen, die Religion noch hörbarer bei den Kriegstreibenden zu machen? Denn folglich jetzt Ihren Ausfolgerungen. Genau. Erreichen die das ja nicht und werden nicht gehört. Ich glaube, so viele Menschen dringen jetzt auf Patriarch Kyrill ein und sagen ihm, du hast die verdammte Pflicht als Christ, hier ein klares Wort gegen einen Angriffskrieg zu sagen. Du darfst dich von Putin hier nicht in Schlepptau nehmen lassen. Du darfst dich nicht einfach sichtbar vor der ganzen Welt zur Marionette Putins machen lassen. Und da hat der Papst seinen Teil versucht. Da versuchen andere russisch-orthodoxe Metropoliten aus der ganzen Welt, Priester. Aber sie sind bisher an der Vorsicht oder der Rücksichtnahme Kyrills gegenüber Putin gescheitert. Viele Theologen sagen, Ökumene-Fachleute, damit verspielt er vollkommen sein Vertrauen und seine Autorität und er wird nicht mehr gehört werden. Vielleicht könnte ja der emeritierte Papst Benedikt mit ihm sprechen, der ja Bayer ist und wenn ich mich nicht irre, hat Patriarch Kyrill eine bayerische Mutter, ich nehme an, Sie haben Deutsch mit ihm gesprochen, beziehungsweise österreichisch und bayerisch. Ich habe mit ihm Deutsch gesprochen, er kann perfekt Deutsch, aber das hat ihn nicht daran gehindert, jetzt sich von Putin ganz sozusagen in Schlepptau nehmen zu lassen. Mhm. Papst Benedikt ist emeritiert, ist hoch in den 90er Jahren. Ich glaube nicht, dass das noch in dieser Situation das Richtige wäre. Um noch einmal in Deutschland zu bleiben, aber auch was den Kontext betrifft, Joachim Gauck hat aufgerufen oder beziehungsweise gesagt, man könnte auch für den Frieden frieren. Sprich, also wenn es die Sanktionen weiterhin gibt und die Embargos, dann wird es in unserer westlichen Wohlstandswelt auch möglich sein, mit weniger Energie auszukommen, die Heizregler abzudrehen, weil es uns in Europa als Ganzes darum gehen muss, dass wir in Frieden leben. Können Sie dieser Aussage, die natürlich auch sehr populär, bisweilen auch populistisch ist, etwas abgewinnen? Absolut, es braucht solche kräftige Zeichen und wir müssen auch nicht nur mit denen teilen, die jetzt in unser Land kommen und mit den Millionen von Flüchtlingen, wo die osteuropäischen Länder wirklich äußerst vorbildlich reagieren, ganz anders als in der Flüchtlingskrise 2015, wo wir sehr schwer uns getan haben, das zu verstehen, dass sie da niemanden aufnehmen. Polen, dass die jetzt fast 2 Millionen Flüchtende, Vertriebene aufnehmen, sehr beeindruckend und da wäre so ein Vorschlag, selber den Gürtel enger zu schnallen, sich wärmer anzuziehen, sicherlich ein guter. Natürlich, wen trifft es dann wirklich? Trifft es wiederum nur die einfachen Menschen, die Minderverdiener, diejenigen, die ohnehin zu wenig haben, aber dass da Europa und die freie westliche Welt gerufen ist, viel, viel mehr zu tun als nur Worte, das sieht man jetzt schon, dass die Sanktionen ja wirklich wirken und Putin Hass erfüllt und voller Zorn sein eigenes Volk einschwört, dass man die Verräter trennen soll von den anderen, man soll sie ausspucken wie Insekten. Der ist ja jetzt völlig in der Enge, völlig in der Ecke hinein. Getrieben. Diese Sanktionen und diese wirtschaftlichen Sanktionen haben sicherlich Wirkung. Sie haben eine Rückwirkung natürlich auch auf Österreich. Wir haben es mit einer Inflation bei prognostizierten 5,9 zu tun. Es wird alles spürbar von Lebensmitteln bis hin zu Sprit. Was haben Sie für ein Gefühl, für ein Gespür, auch als Privatperson, wird diese zivilgesellschaftliche Humanität, Hilfeleistung, wird die anhalten? Weil wenn es den Österreichern selber pekuniär schlechter geht, ja, und sie sparen müssen, wird es vielleicht mit der Hilfsbereitschaft, wiewohl wir Kriegsflüchtlingen Obdach geben wollen, sich nicht ausgehen, weil der Mensch selbst schauen muss, wie er sein Geld zusammenhält. Da bin ich grenzenloser Optimist, wenn es so einen aggressiven Feind wie Putins Machtapparat da gibt, dass wir trotzdem zusammenrücken und dass wir vielen Beherberge geben können und trotzdem uns selber auch einschränken können. Und ich glaube, unsere Zivilgesellschaft funktioniert da in dieser Hinsicht wesentlich besser als woanders. Und ich vertraue darauf, dass wir hier mit allen kirchlichen Hilfskonstruktionen, mit der Diakonie, mit der Caritas, aber auch mit allen zivilgesellschaftlichen, mit den Medien hier zusammenwirken können. Da muss einem Aggressor klar aufgezeigt werden, wir sind auch bereit, selber Opfer zu geben, damit einfach diese Ungerechtigkeit Einhalt geboten wird. Mhm. Sie haben angesprochen den Unterschied zwischen der Flüchtlingsbewegung 2015 und jetzt 2022. Womit hängt das zusammen, dass die Hilfsbereitschaft so viel größer ist? Ist das ein ephemeres Phänomen oder hängt schlicht damit zusammen, dass dies jetzt nicht
muslimische Flüchtlinge sind, dass es nicht junge Männer sind, sondern aus einem für uns verständlicheren Kulturkreis, auch für Polen verständlichen Kulturkreis, genau. Junge Frauen mit Kindern. Ich glaube, es sind direkte Nachbarn. Der Aggressor kann direkt benannt werden. Sie haben in unserer Kulturgemeinschaft, auch in einer religiösen, größeren Kulturgemeinschaft, viel mehr Gemeinsamkeiten. Es hat mir sehr, sehr weh getan, damals 2015, dass wir andere Länder und viele in unserer Gesellschaft nicht bewegen konnten, für muslimische Bürger genügend zu tun. Wir haben ja viel getan, aber das ist gerade bei den osteuropäischen Ländern ganz offensichtlich, dass da ein völliger Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Die direkten Nachbarn und auch die drohende Bedrohung seiner eigenen Staatlichkeit, die Freude darüber, dass man Jahrzehnte inzwischen schon in Unabhängigkeit von Russland agieren konnte, da ist die Hilfsbereitschaft und das offene Herz noch einmal viel weiter. Aber gleichzeitig natürlich diese Kulturgemeinschaft, das Lemberg früher Österreich war, berührt uns viel, viel, viel mehr. Und dass Mütter mit Kindern hier vertrieben werden, wo die Väter für die Freiheit zu Hause kämpfen, die Brüder für die Freiheit kämpfen, die Söhne. Das ist ganz klar, dass hier ganz was anderes. Ich hätte mir es damals mehr gewünscht, bin jetzt aber sehr, sehr dankbar, was jetzt passiert, dass über 3 Millionen Flüchtlinge, Vertriebene in Europa schon Aufnahme finden. Hat dieser Wechsel in der Denke auch schon bei den Menschen stattgefunden? Und wenn ja, hundertprozentig. Also ich habe einfach in meinem Umfeld, in der Pfarre, in der Gesellschaft, in den verschiedenen wirtschafts- und politischen Bereichen lauter Privatpersönlichkeiten auch da, die sagen, ich mache in meiner Nachbarschaft, in meiner WhatsApp-Gruppe einfach mich auf die Suche, wo gibt es Wohnraum, wir nehmen direkt etwas auf. Und Frauen und Kinder sind natürlich leichter mal aufzunehmen als junge Männer, vor denen ich eine gewisse Sorge habe, wie werden sich die weiterentwickeln, welches Aggressionspotenzial ist da vorhanden, welche Geschichten hat man da schon gehört. Ich habe noch von keinem ukrainischen Flüchtlingenvertriebenen gehört, dass es da Schwierigkeiten gäbe. Und daher bin ich froh, dass wir da wirklich eine ganz breite Willkommenskultur neu auch in Österreich aufstellen können. Die österreichische Kirche ist nicht immer ganz fern der österreichischen Politik. Sie, auch der Kardinalerzbischof, kommentieren manchmal, was die österreichische Bundesregierung tut. So war es 2015, so ist es jetzt wieder. Hat da ein in der Kanzlerpartei ÖVP, die zweifellos der katholischen Kirche näher steht als andere Parteien, hat da ein Umdenken stattgefunden? Oder hängt es genau damit zusammen, was wir jetzt besprochen haben, dass das andere Flüchtlinge sind? Oder ist das schlicht nicht mehr einer der USPs und der Wählermaximierungsfaktoren, wie es unter Sebastian Kurz war? Ich glaube, es war sehr gut, dass wir mit Sebastian Kurz und den Seinen auch im direkten Gespräch waren, obwohl wir nicht an unser Ziel gelangt sind. Ich kann mich noch erinnern, dass man deutliche Kritik an der Bundesregierung, an Sebastian Kurz, von Kardinal Schönborn, sicher auch von ihm. Er hat eine Stunde lang versucht, Sebastian Kurz zu überzeugen, wir müssen da mehr machen. Ich habe ihn versucht zu überzeugen, 10 Minuten lang, wir müssen für die unbegleiteten Flüchtlinge mehr machen, für die Lehrstelle hier machen. Und er hat mir halt damals mit seiner Argumentation gesagt, nein, wenn wir da einmal Ja sagen, kommen Zehntausende, Hunderttausend andere. Und ich muss dann auch akzeptieren, dass die jeweilige politische Führung unsere Argumente nicht so gewichtet wie wir selbst. Wir sind im Dissens geblieben. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir verschiedener Meinung sind und haben trotzdem weiter versucht, das muss man auch wahrnehmen. Und ich bin froh, dass ich mit verschiedenen politischen Kräften in der Stadt, im Land auch den Diskurs pflegen darf und wir gehört werden, aber natürlich nie in Form von Befehlsausgabe und Befehlsempfang. Das kann so nicht sein. Aber jetzt bin ich sehr, sehr froh, dass wir von der Regierung, vom Innenminister Kahner, mit dem ich erst unlängst zusammen war bei dem Polizeiwort im Rathaus, dass wir hier klare Signale haben, da muss mehr passieren, da muss mehr gegeben werden, da muss noch mehr geöffnet werden. Und die Sprache hat sich ja völlig verändert, das muss man wahrnehmen nach 7 Jahren. Das sind plötzlich ganz andere Töne. Das ging ja damals so weit, dass, wie wir aus einigen Chats erfahren konnten, durchaus in zynischer Form Druck auf die Kirche und auf die ökonomische Situation der Kirche gemacht wurde. In diesem Sinne war das diese Zeit der Volkspartei und damit Österreichs, war das eine Fehlentwicklung, die so nicht anhalten konnte?
Ich glaube, die Chats alleine, die unter der Vorgabe geschrieben worden sind, das wird nie jemand sehen, sondern es sind Hintergrundgeräusche. Plötzlich sind die im Vordergrund, werden die im Parlament im Untersuchungsausschuss diskutiert. Aber atmosphärisch schon etwas mitgeteilt. Ich glaube, es war was der Generalvikar, der da unter Druck gesetzt hat. Der Sekretär der Bischofskonferenz hat unter Druck, wenn ich ihn dann selber gefragt habe, wie hast du es damals empfunden, nicht angenehm, aber nicht erdrückerisch. Ich habe Thomas Schmidt persönlich auch kennengelernt. Ich habe mit ihm Gottesdienste vorbereitet für das Finanzministerium mit Hunderten. Also diesen Druck habe ich nie spüren brauchen, sondern habe wahrgenommen, hier gibt es multiple Persönlichkeiten, die Schattenseiten haben, von denen wir jetzt alle erschüttert sind. Ich muss ihm zugute halten, dass Thomas Schmidt nach dem Aufliegen dieser Chats sich persönlich beim Kardinal gemeldet hat und um Entschuldigung gebetet hat für diese Blödheiten und diese Gebeten Hybris. Oder gebetet? Für die Hybris sich entschuldigt. Genau. Christian Rainer hat gerade angesprochen, die ökonomische Verfasstheit der römisch-katholischen Kirche. Nun sind jetzt jüngst erste Zahlen gekommen, dass die römisch-katholische Kirche mit Austritt zu kämpfen hat. Ich glaube, es waren knapp über 70.000, ein Plus von 20%. Nun weiß ich oder glaube ich zu wissen, dass Sie auch immer wieder Menschen, die ausgetreten sind, wieder dafür begeistern können, einzutreten. Aber es gibt eine Vielzahl an Gründen, warum die Menschen austreten. Möglicherweise auch, weil die Skandale rund um die römisch-katholische Kirche weltweit nicht abnehmen. Ist dem in Österreich auch so? Oder mit welchen Argumenten kommen die Menschen zu Ihnen und sagen, ich habe kein Interesse mehr, wenn Sie wieder das Gespräch suchen, dass Sie um einen Eintritt bitten, buhlen oder überzeugen wollen? Die Austrittszahl ist durch die langen Jahre und Jahrzehnte relativ ähnlich. Dann gibt es einen Skandal, dann treten mehr aus, danach wieder weniger. Das heißt, wir müssen uns damit abfinden, dass uns 1-2% unserer Mitglieder pro Jahr verlassen. Gleichzeitig habe ich die Erfahrung jedes Jahr von 100 Menschen, die ich persönlich begleite auf den Wiedereintritt, die sagen jetzt, wenn ich es mir überlege, was in meinem privaten Umfeld, in meinem familiären Umfeld passiert, was mit mir gesundheitlich, karrieremäßig passiert, möchte ich wieder Stütze haben, möchte ich Ja sagen zu dem, was mir wichtig ist. Ich möchte Verantwortung übernehmen für mein Kind, für meine Neffen, Nichte, wo ich Pate sein will, Firmpate, Taufpate, wo ich heiraten will. Das heißt, es gibt immer wieder biografische Anlässe, wo ich mir das neu überlege, aber gesamtgesellschaftlich so, dass alle streng gebundenen Gesellschaftsformen Mitglieder verlieren. Es kann uns nicht trösten, dass die Gewerkschaft mehr verliert, es kann uns nicht trösten, dass die Parteien mehr Mitglieder verlieren als wir, sondern jeder Einzelne ist schmerzvoll. Aber natürlich auch bei Streitthemen, die gesellschaftlich jetzt so waren, wie wir die Impfstraße im Stephansdom eingeführt haben, habe ich einige Menschen persönlich hören müssen, die mir gesagt haben, ich trete deswegen aus der Kirche aus, weil du im Stephansdom eine Impfstraße einführst, weil die Bischofskonferenz so deutlich für die Impfpflicht eintritt. Und muss ich sagen, kann ich die halten, wenn ich gesamtgesellschaftlich etwas tun muss, wo wir als Kirche auch gefordert sind, einen Beitrag zu leisten zur Volksgesundheit, zur Sicherheit, für andere Sicherheit, nicht nur für mich. Und da ist es zwar schmerzvoll, aber eine Gegebenheit der Zeit, dass sich Menschen von der verbindlichen Mitgliedschaft durch Jahrzehnte abwenden. Gleichzeitig sind wir als katholische Kirche noch immer ein gesellschaftsbestimmender Teilfaktor, wo wir uns einbringen können. Und Gott sei Dank, so viele Menschen, wie sich Sonntag für Sonntag in den Kirchen versammeln, versammeln sich auf keinen Sportplätzen. So viele Menschen, die sich hier ehrenamtlich engagieren, gerade als Pfarrgemeinde, gerade als ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Das ist einfach beeindruckend, dass die so viel Zeit hergeben, Flüchtlingshilfe, Gottesdienstgestaltung für die nächste Generation, für die Kleinkinder, für die Erstkommunionsvorbereitung, für die Firmenvorbereitung, für die verschiedenen Kreise, Bildungsarbeit der katholischen Kirche. Die katholischen Schulen boomen, die katholischen Pensionistenheime, Sozialeinrichtungen boomen, werden überlaufen, die Kindergärten. Also wir haben etwas mitzugeben, was die Menschen erwarten. Dürfen das aber heute nicht mehr von einer Position aus machen, dass wir gesellschaftsbestimmend werden, sondern wir einen wichtigen Sinnbeitrag leisten können. Einen Beitrag leisten können, dass menschliches Leben gelingt. Und selbst gerade dort, wo menschliches Leben scheitert, wo Krankenhäuser von Ordensgemeinschaften betrieben werden, wo psychisch belastete Menschen betreut werden, wo Behinderteneinrichtungen da sind, überall dort sind wir gewollt, geliebt und gefragt und sind fast überlaufen. Und das ist ein schöner Beitrag. Toll, dass die barmherzigen Brüder jetzt um Millionenwerte medizinisches Gerät in die Ukraine bringen. Mhm. Toll, dass die katholischen Schulen in Wien 150 Plätze unbezahlt für ukrainische Flüchtlingskinder jetzt zur Verfügung gestellt haben in den letzten Tagen. Toll, dass da hier in Pfarren Aufnahmebereitschaft herrscht. Und da müssen wir mit den guten Kräften der Zivilgesellschaft gut vereint vieles beitragen, dass es einen Frieden auf dem Boden der Gerechtigkeit gibt.
Möglichkeit gibt. Da muss man beim Stichwort Schäfchen beisammenhalten und wieder einfangen, auch die Frage stellen, Sie sind immer wieder Teil auch der Gesellschaftsberichterstattung, lächeln uns da immer wieder entgegen. Manche sehen darin irgendwie einen Konflikt, Sie aber scheinbar nicht. Ist das mittlerweile für Sie ein gewohntes Kommunikationstool geworden? Und wie gehen Sie mit Kritikern um, die Ihnen sagen, warum lacht man der Faber jetzt schon wieder aus der Zeit? Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeiten medial habe, um gleichzeitig zu 95% meiner Tätigkeit ganz normalen Menschen, die nicht in der Seitenblicke Gesellschaft sozusagen auftauchen, zu helfen. Und ich habe eine lustige Erfahrung gemacht in der U-Bahn, dicht gefüllt. Vor ein paar Jahren war das so, dass ich meine 150, 200 Sandler, die uns regelmäßig zum Festen mal für den nächsten kommen, nicht nur zu Weihnachten, einer den 10 Meter spät hat, er hat mich auch gesehen und der mir quer durch die U-Bahn durch zugeschrien hat, etwas unangenehm zuerst, erst Faber, forst wieder zu den Gestopften, zu einer Party, war mir etwas unangenehm und er hat gesagt, aber ist eh gut, weil da reißt wieder du für uns etwas heraus und dann können wir dann wieder feiern. Mhm. Und so verstehe ich meine Möglichkeiten, dass ich auch in der Gesellschaft viele Menschen dazu einladen kann, motivieren kann, für die Armen, für die Caritas, für unsere karitative großen Optionen etwas beizutragen. Und dann ist die Kritik, ob ich ein Society-Padre bin oder so, wie ich mich selbst lieber bezeichne, ein City-Missionar, völlig nachlässig. Also was soll's, wenn die Leute darüber reden und sagen, sie brauchen ein sympathisches Gesicht von Kirche und der kommt halt dann dort und da bei Ihnen oder bei Kollegen in der Zeitung, im Fernsehen vor, soll mir das recht sein. Inzwischen habe ich natürlich von diesen Kolleginnen und Kollegen in den Medien ja die Hälfte ja schon selber gesegnet, ihre Kinder getaufte Eltern begraben und andere Gelegenheiten wahrgenommen, um sie bei der Erstkommunion, die Kinder und bei der Firmung auch in der Dompfarre aufzunehmen. Man muss aber dazu sagen, wenn man sich ein bisschen auskennt und ich unterstelle Ihnen das jetzt mal auch, in der Society, die Verlockungen sind groß. Gab es Verlockungen, denen Sie beinahe nicht widerstehen konnten? Verlockungen in der Gesellschaft, Verlockungen. Verlockungen, es gibt ja auch Zuwendungen, es gibt ja Dankesreden, es gibt vielleicht auch andere Zuwendungen oder haben Sie das immer kategorisch alles abgelehnt? Ich konnte das immer so zuwenden, dass es dem Dom, meinen Armen, der Kunst im Dom, Baufortschritten im Dom wirklich völlig transparent zugewendet worden ist und ich bin da nicht in dieser strengen Compliance-Regelung eingefangen wie viele andere. Ich kann sagen, wenn Sie etwas Gutes tun wollen, sehr gerne für meine Pfarrcaritas, sehr gerne für meine Vereine, wo ich mitarbeite, wo wir für Mütter in Wohnungsnot in den letzten 25 Jahren 1200 Startwohnungen aufstellen konnten. Ich gebe den Menschen immer eine Möglichkeit, Herr Pfarrer, kann ich was Gutes für dich tun? Sage ich, mach das bauseitig, mach das für die Pfarre, für die Caritas von mir oder für die Initiative Mütter in Wohnungsnot oder für die Kinder in Kalkutta, wo ich im Verein auch im Vorstand mitwirke. Darf ich Ihnen noch eine Frage rund um diesen furchtbaren Ukraine-Komplex stellen. Ich versuche zu verstehen, was da in einem gläubigen Christen oder in einem im Dompfarrer von St. Stephan vorgeht. Ich bin ein getaufter Agnostiker. Dann gibt es diesen Satz, dass im Krieg in den Schützengräben jeder gläubig wird. Was kommt da an bei Ihnen? Haben Sie, wenn Sie diese Bilder aus der Ukraine sehen, gibt es den Teufel für Sie? Es gibt das Gute, es gibt das Böse. Ich versuche das zu verstehen von außen, jemand, der zu einem katholischen Umfeld aufgewachsen ist. Aber gibt es den Teufel? Ich glaube, es gibt den Teufel, obwohl es eine schwere theologische Sprache ist. Ich habe ihn persönlich nur im Traum gesehen, sonst noch nicht. Aber es gibt die Mächte, der personifizierte Teufel mit Bockfuß, wie man sich vorstellt. Aber es gibt die Mächte des Bösen. Und wenn ich in diesen Ukraine-Konflikt hineinschaue, was bewegt einen Putin mit diesem fratzenhaften, zornigen Gesicht, mit dieser Redeweise, junge Männer, eigene russische Männer, die nicht wissen, was ihnen passiert, in den Krieg zu schicken, um andere russische, ukrainische Männer, Frauen, Kinder, Spitäler, Bildungseinrichtungen, Sozialeinrichtungen zu beschießen, das kann nur die Macht des Bösen sein. Und was gibt es dagegen für eine Macht? Da gibt es nur die Macht des Guten, die ich im Gebet, in Überzeugungsarbeit und im Handeln, aber auch in einer Verteidigungsbereitschaft sehe. Und da sind wir sehr gerufen. Und wenn ich diese Bilder von der Ukraine sehe, denke ich sofort an meinen Mitbruder, meinen verheirateten Priestermitbruder in St. Barbara in der ukrainischen Kirche, dessen Kinder ich in der Schule gehabt habe zum Unterrichten, die bei uns zur Erstkommunion gegangen sind, die jetzt eine Anlaufstelle sind für Hunderte und Tausende Ukrainer und wo ich sagen kann, wo kann ich dich unterstützen? Wie kann ich moralisch ein Zeichen setzen? Ich läute die Bummerin, ich läute das Festgeläute dafür. Ich rufe Leute zur Besinnung, damit sie ganz konkret helfen können, versuche auch Politiker
und politisch versierte Menschen, ihnen Rückgrat zu verleihen. Wir stehen hinter euch. Die katholische Kirche, die christliche Kirche steht da dahinter. Wir müssen da etwas dagegen machen, gegen die ungeheure Macht des Bösen. Aber ich bin optimistisch, das Böse wird nicht siegen. Ich bin mir überzeugt davon, dass am Ende die Liebe siegt, selbst bei sehr großen Opfern, selbst bei dem, wo wir durch Kriege hindurch, durch die Weltgeschichte erkannt haben, der Aggressor, der Diktator wird am Ende nicht triumphieren, auch wenn er für Jahre sich durchsetzt. Aber die Angst, die man bei Putin ja merkt, wenn er sich mit seinen Generälen 10 Meter entfernt, der wird ja nicht mehr glücklich. Der kann mit seinen privaten Milliarden, die er gescheffelt hat, nicht mehr glücklich werden. Der läuft in den Abgrund. Leider nimmt er sehr viele noch mit, anscheinend. Aber die Macht des Bösen, die Macht dieser Katastrophe wird nicht den endgültigen Wert in der Geschichte haben, sondern dort, wo wir merken, durch dieses Böse werden wir herausgefordert zum Guten. Es vervielfacht sich das Gute. Es vervielfacht sich die Nachbarschaftshilfe. Und überall dort, wo das passiert, haben wir Hoffnung und Zuversicht. Muss die christliche Nächstenliebe so weit reichen, dass man auch einem Putin verzeiht und vergibt? Wenn der Putin dann einmal verurteilt ist als Kriegsverbrecher und seine Strafe ausgefasst hat und sich dann bekehren will. Als katholische Kirche wissen wir tausende Menschen ganz sicher im Himmel und im Paradies. Wir wissen aber von keinem einzigen, dass er ganz hundertprozentig in der Hölle schmort. Dante hat da mehr gewusst, Dante Alighieri. Aber wir halten uns da zurück. Ich kann mir nicht anders vorstellen, Hitler, Stalin, Lenin, Putin, wo werden die sein? Aber endgültiges Urteil darüber erlaubt sich die katholische Kirche nicht, sondern wir hoffen. Ich hoffe aber auch auf die Kräfte von Patriarch Kyrill und anderen vernünftigen russisch-orthodoxen. Bitte helft uns, den zu bekehren. Da sind noch viele Kilometer zurückzulegen. Weil Sie ein hoffnungsloser Optimist sind. Ein hoffnungsvoller Optimist. Verzeihen Sie mir, wir werden da jetzt keinen theologischen Diskurs führen, weil ich da nicht sattelfest bin. Meine Kolleginnen wahrscheinlich eher. Aber es klingt für mich, wie Sie da sprechen, weil ich den Eindruck habe, dass Sie das nicht nur als Metapher verwenden, sondern dass das mehr als eine Metapher, etwas sehr Konkretes. Es klingt für mich nicht nach dem 21. Jahrhundert, denn einerseits den personifizierten Teufel, andererseits so dieses, die Beichte als solche, wenn Sie sagen, wäre Hitler zur Beichte gegangen oder würde Putin zur Beichte gehen und bereuen, dann wäre alles verziehen. Nein. Ist das... Das ist... Und bereuen, dann das ist schon mein Verständnis von Nein, ich habe Bibel, viele Verbrecher. Ich habe viele Verbrecher auch schon besucht. Ich habe mit 12 Mördern eine heilige Messe gefeiert, die mich herausgefordert haben. Bin ich berechtigt, den Stab über jemanden endgültig zu brechen? Oder überlasse ich diese Rache jemanden anderen, dieses Gerichtsurteil? Und das mache ich als Christ, dass ich sage, ich muss nicht. Ich merke hier sind Teufelskräfte am Werk. Hier sind schreckliche, dämonische Kräfte am Werk, wo ich nur etwas Gutes dagegen. Ich bin sehr dafür, dass wir auch mit unserem Militär versuchen, die Gerechtigkeit einzuhalten. Werden wir das schaffen? Wir als kleines Land, wird das Deutschland mit ihren 100 Milliarden Aufrüstung schaffen, sich wehrhafter zu gestalten? Da bin ich nicht Spezialist. Aber wofür wir als Christen Spezialist sind, dass wir keinen Menschen endgültig abschreiben, sondern jeder, auch der größte Verbrecher hat die Möglichkeit, und das habe ich auch selber schon erlebt, plötzlich zur Besinnung zu kommen und zu sagen, ich möchte einen Beitrag zur Wiedergutmachung leisten. Da wird für Putin und für alle, die ihm jetzt noch die Stange halten, viel zu tun sein. Aber wenn wir jetzt merken, dass die Oligarchen schon langsam schon ein bisschen Abstand gewinnen wollen, wenn ich merke, dass so viele Menschen das Land verlassen, die Intelligenzia schaut, dass sie rauskommt, haben wir schon eine Macht und einen Einfluss dieses guten Protestes zu erkennen. Und ich glaube fest daran, dass wir die Geschichte nicht nur denen überlassen müssen, die Macht über Moral stellen, die Gewalt einfach triumphieren lassen, die Macht des Stärkeren, das alleinige Bewegende in der Geschichte achten. Nur in aller Kürze. Das heißt aber, Sie haben Putin mit Absicht vorher in einem Zug mit Stalin und Hitler genannt. Das war eine Reihe, die sich so fortführt, wenn einer solche Kriegsverbrechen begeht, und Den Haag hat das schon verurteilt, und wenn er Spitäler, schwangeren Kliniken bombardieren lässt, ist das ein schwerer Kriegsverbrecher. In welcher Graduierung er sich da selber einreiht, wird er selbst hoffentlich durch Taten zeigen, wenn er sich endlich von diesem kriegerischen Treiben abwendet. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sind in einigen Minuten wieder zurück beim Club 3 mit Toni Anton Faber an seinem 60. Geburtstag. Danke.
Herzlich willkommen zurück beim Club 3 mit Toni Anton Faber, dem Dompfarrer von St. Stephan, an seinem 60. Geburtstag. Ich erinnere Sie immer wieder daran. Sie sprachen vorher von der Impfstraße im Stephansdom. Vielleicht sprechen wir ein wenig über die andere große Belastung der vergangenen Jahre, Corona. Sie sind da heftig in die Kritik geraten, weil Sie es gewagt haben, da im Stephansdom eine Impfstraße einzurichten. Das wurde als Sakrileg bezeichnet. Kann das wahr sein im 21. Jahrhundert, dass man keine Impfstraße in einem Gotteshaus installieren darf? Ich habe die Anfrage der Wiener Stadtpolitik mit Wohlwollen aufgenommen. Der Gesundheitsstadtrat Peter Hacker rief mich an und gesagt, wir haben im Rathaus diskutiert, wir brauchen noch weitere Stationen, Orte, wo wir die Impfung anbieten können. Seid ihr auch dafür bereit? Und ich habe mich sehr schnell mit dem Kardinal und dem Domkapitel abgestimmt. Innerhalb von 2-3 Stunden war die Rückantwort da. Wir können uns das gut vorstellen. Wir wissen, dass es daran dann Kritik geben wird. Wir stehen aber dafür gerne ein, dass wir der Gesundheit des einzelnen Menschen zu seiner Sicherung sozusagen beitragen und auch zu gesamtgesellschaftlichen Verantwortung unseren Beitrag leisten und haben jetzt über 47.000 Menschen die Impfung im Stephansdom anbieten können. Manchmal waren die Menschenschlangen so lang, dass ich hingegangen bin persönlich, entschuldigen, wollen Sie nicht ins Austria Center gehen, da brauchen Sie nicht sich so lange anzustellen. Nein, im Stephansdom ist etwas ganz Besonderes. Das möchte ich in diesem Rahmen machen und wir haben nie keinen einzigen Gottesdienst dadurch abgesagt, niemanden am Beten gehindert, sondern im Gegenteil, 47.000 Menschen dazu begleiten können, diese Impfung, diese Vorbereitung, diese Nachbereitung in einem Rahmen wahrzunehmen, wo jede Wienerin und jeder Wiener sagt, der Stephansdom ist nicht nur irgendein Gotteshaus, sondern es ist mein Stephansdom. Das versuche ich auch den Kindern beizubringen bei der Erstkommunionsvorbereitung. Du darfst nicht sagen, das ist der Stephansdom vom Kardinal, das ist der Stephansdom vom Dompfarrer, sondern du als Kind, als Erwachsener kannst sagen, das ist mein Stephansdom. Und in diesem, meinem Stephansdom kann ich auch die Impfung empfangen und das war ein toller Beitrag. Gleichzeitig haben wir natürlich 5.000 Unterschriften dagegen bekommen. Das haben wir aber gerne tragen können, weil wir wissen, das ist ein virulentes Thema, wo ich die Argumentation der Gegner zwar nicht immer nachvollziehen kann, aber ich bemitleide diese Menschen nicht, sondern habe Erbarmen, versuche sie zu verstehen, aber bei manchen muss ich aussteigen und sagen, ich möchte euch verstehen, aber ich vermag es nicht, warum ihr euch noch immer nicht impfen lasst, wenn ich ganz sicher sein kann, dass ich mit der dreifachen Impfung einer sehr gefahrlosen Infektion entgegenschauen kann und bei dem anderen einfach Todesfälle beklagen muss. Ich dachte schon, Sie versuchen jetzt in großer Toleranz meiner Frage auszuweichen und gar nicht auf die Kritik einzugehen und nur zu zeigen, wie erfolgreich die Impfstraße in der Kirche war. Sie haben dann ohnehin auch über die Gegner gesprochen. Dennoch, die Kritik kam ja nicht nur von mehreren tausend Menschen, die das unterschrieben haben, sondern auch aus dem mittelbaren oder unmittelbaren Umfeld der Kirche. Meine Frage eigentlich, hängt das nicht auch ein wenig mit dem zusammen, was Sie uns im ersten Teil dieser Sendung präsentiert haben, schon ein sehr traditionelles Glaubensbild, das Sie haben, wo es Gut und Böse gibt, wo es die guten Mächte, die Bösen gibt und man kann dann zur Beichte gehen. Also wenn das so ist, dann wird natürlich schnell mal was zum Sakrileg. Genau, aber ich glaube, da sind wir auf dem Weg, Kirche zu verheutigen, ein Aggiornamento, wie es Johannes der 23. vor Jahrzehnten uns wirklich ins Gewissen geschrieben hat. Wir müssen in der Jetztzeit ankommen und wir kämpfen wirklich mit sehr vielen fortschrittlichen Kräften der Kirche damit, dass wir im Jahr 2022 mit Papst Franziskus, mit unseren Bischöfen, mit all unseren kirchlichen Gruppierungen ankommen und sind immer in Gefahr nachzuhängen. In der Vergangenheit, die Zeit war besser oder so. Dafür stehe ich sehr klar ein, dass wir auf diesem guten historischen Boden des Stephansdomes immer wieder versuchen, auf Augenhöhe Menschen mit ihren Sorgen, Nöten, mit ihren Anliegen zu begegnen, in der Fortschrittsmöglichkeit dran zu bleiben. Papst Franziskus hat in Laudato Si den Umweltgedanken wirklich auf einzigartige Weise mit dem griechisch-orthodoxen Patriarchen Bartholomäus in die Höhe, in die Mitte der Kirche gebracht. Wir müssen das mit vielen anderen Bereichen tun und sind gerade in dieser Frage der Impfung konfrontiert mit konservativen Kräften in der Kirche, die Abenteuerliches behaupten, wissenschaftlich nicht fundiert irgendetwas nachplappern, Verschwörungstheorien gegenüber offen sind, bis hin im innersten Kreis der Kirche, dass Priester, ja auch Ärzte komischerweise, Apotheker plötzlich Dingen nachzueifern versuchen, die keiner mit aufrechten intellektuellen
rationellen Verstand nachvollziehen kann. Das ist ein Schmerz, das ist eine kleine Spaltung oder in der Gesellschaft da, die aber immer noch zu überwinden gilt, dass wir noch immer über 20% haben, die nicht geimpft sind, macht dich einerseits fassungslos. Wir müssen aber mit diesen Menschen leben. Wir können sie nicht ins böse Eck drängen. Und die Politik taumelt ja auch hilflos von der einen zur anderen Seite und weiß nicht genau, wie das beste Instrument da ist. Wir haben vom Stephansdom und von der katholischen Kirche mit der Bejahung der Impfpflicht vom Papst über den Kardinal, über die Bischöfe, die Pfarrer viel getan und auch diese Impfstraße angeboten. Jetzt wird sie Ende März wegen mangelnden Bedarf sozusagen auch wieder zugemacht. Ich habe gestern erst mit Peter Hacker gesMS, der sich entschuldigt hat. Er war nicht der Hacker für das Geläut des Stephansdoms. Ich brauche ihn nicht verdächtigen, nein, habe ich eh nicht getan, sondern wir werden das beschließen, diese Impfstraße, und schauen, was können wir zukünftig mit politischen, gesellschaftlichen Kräften zum Wohl der Gemeinschaft, des Gesamtgeschehens sozusagen beitragen. Und da sind wir gefragt. Jetzt haben Sie zwei Stichworte gegeben, weil sicher viele Menschen, nicht nur die in Wien leben, neugierig sind. Es war nicht Peter Hacker, der die Kirchenglocken zum Läuten gebracht hat, sondern tatsächlich ein Hacker? Ja. Ganz eigenartig, dass mitten in der Nacht plötzlich das volle Geläut und das Festtagsgeläut im Südturm zum Läuten begann um 2:11 Uhr und dann auch schrittweise weitergeschalten, auch die barocke Läutanlage, und ich konnte 20 Minuten mich bemühen, um das dann endlich abzuschalten. Jetzt haben wir das vom Netz genommen. Es war ein Tool, ein App, dass die Glockengießerei und der Glockenbetrieb Grassmain Innsbruck regelmäßig darauf Zugriff, Servisierungen machen kann, und das wird jetzt vom Netz abgenommen, damit so ein Angriff eines Hackers nicht mehr möglich ist. Sie haben schon nicht nur im Kurier gesagt, dass Sie glauben, dass das vielleicht auch ein Zeichen gewesen sein mag, von diesem Hacker auf etwas aufmerksam machen zu wollen, von bösen Gedanken, weil wir vorher vom Teufel gesprochen haben, oder von Menschen, die der römisch-katholischen Kirche oder dem Stephansdom nichts Gutes wollen, gehen Sie jetzt einmal nicht aus. Ich gehe davon aus und wünsche es mir, dass sich offenbart, dass jemand war, der gegen die nächtlichen Bombenangriffe und die Attacken in der Ukraine hoffentlich Protest schlagen wollte, zwar provozierend, uns irritierend, aber wenn es dafür ein Zeichen war, stehe ich nicht an zu sagen, ich verzeihe dir diese nächtliche Ruhestörung. Es ist mir nichts passiert, es ist dem Dom nichts passiert, es sind viele Menschen aus dem Schlaf gerissen worden, aber wenn es dazu ein Beitrag war, dann hast du meinen Segen dafür im Nachhinein. Beim Thema Corona, um noch ganz kurz zum Ursprungsthema zurückzukommen, muss man auch sagen, ich habe das herausgehört, mit der Regierung Nehammer ist es jetzt leichter, einen Diskurs zu führen als mit der Regierung Kurz? Genau, wir haben diesen Diskurs immer geführt. Wir sind nicht immer erfolgreich gewesen mit allen Themen. Und ich bin froh, dass ich jetzt, Kardinal hat auch davon gesprochen, mit Bundeskanzler Nehammer noch einmal ein neues Kapitel aufgeschlagen haben, um hier kollegial das eine oder das andere auch einzubringen und gehört zu werden und akzeptiert zu werden. Nochmal, vielleicht ist es eine ganz gute Brücke. Eigentlich wollen wir, glaube ich, noch ein bisschen darüber sprechen, wie über das Spannungsfeld, in dem Sie sich bewegen. Ein moderner Pfarrer in einer nicht immer modernen Kirche und ein Seitenblick-Pfarrer, der allerdings sehr nah am Volk ist. Vielleicht fangen wir mal nochmal mit dem Stephansdom an. Es gab auch große Kritik an den Kunstaktionen, die Sie in der Kirche gemacht haben. Das großartige Tuch von Erwin Wurm, Billy Tanners Himmelsleiter, die beides weltweit auch in Kunstkreisen hochgehoben wurde, aber heftige Kritik dran. Also ich glaube zum Beispiel, die Billy Tanners Himmelsleiter immer wieder zu verlängern, hat vor allem aus dem unmittelbaren Kreis, ist das Domkapitel, durchaus, es war nicht ganz einfach. Wie lebt sich in diesem Spannungsfeld? Muss man immer so tolerant sein oder muss man mit provozierend, wie Sie es oft auch gerne sind, auch provozierend in Worten agieren? Beides, glaube ich. Ich gehe provokante Vorgaben und muss dann Allianzen schmieden, Koalitionen machen, mit dem Dombaumeister, mit einigen Teilen vom Domkapitel, mit dem Kardinal das Einvernehmen finden, dem Pfarrgemeinderat, verschiedene Persönlichkeiten aus der Gesellschaft gewinnen. Das macht mir sehr, sehr viel Freude und bin sehr dankbar und froh, dass so vieles gelungen ist.
Dieses Jahr habe ich ganz konkret kein Fastenkunstprojekt, weil meine Mitbrüder im Domkapitel gemeint haben, es muss einmal ein bisschen eine Ruhe einkehren. Und das ganz normale, schlichte Fastentuch aus Violett vor dem Hochaltar ist auch gut. Jetzt konnte ich es schaffen, mit demselben Domkapitel die Himmelsleite zu verlängern, bis Pfingsten, bis zur langen Nacht der Kirchen. Bin nicht ganz unzufrieden. Ich halte mich gerne damit auf, Dankbarkeit zu üben, Dankbarkeit weiterzugeben und nicht mit dem, was nicht funktioniert ist. Ich sehe immer das Glas halb voll und nicht halb leer, weil über die vergossene Milch zu klagen ist wirklich mühsam. Und wenn Sie meine Mitarbeiter befragen, was gelingt dem Domfahrer in seiner endlichen Fehlerhaftigkeit am besten, über Dinge, die nicht gelungen sind, sehr schnell wieder darüber hinwegzugehen und sich anderes zu suchen, was gelingen kann. Und da habe ich eine grundoptimistische Ausrichtung. Und sagt, das, was gestern fehlgegangen ist, was mir jemand durchkreuzt hat und abgesagt hat, forget it, schauen wir, was wir in Zukunft machen. Vielleicht oft mit den gleichen Personen, wenn die wahrnehmen, dass ich darüber nicht böse bin und nachträgerisch bin. Das ist ganz toll und mit diesen Kunstprojekten kann ich wirklich auf Augenhöhe mit den besten Künstlern unserer Zeit agieren. Ich verrate vielleicht ein kleines Geheimnis: Mit Gottfried Hellenwein habe ich schon eine Begehung gehabt für ein Kunstprojekt. Das wird sicherlich wieder sehr diskursiv. Weil der ja unter Scientology-Verdacht steht. Genau, aber vieles andere auch für sich beansprucht und sehr demütig vor der Bauwerkskunst des Stephansdoms stundenlang sich führen hat lassen und sehr ehrfürchtig vor der Historie, vor dem und wo wir überlegen können, was können wir für ein Fastenprojekt machen, von der Fastenzeit über Ostern bis hin zu lange nach der Kirchen. Und damit Erwin Wurm, Billy Tanner, Gottfried Hellenwein, Brigitte Kovans auch noch gesprochen, leider schon in die Ewigkeit uns vorausgegangen. Das ist wirklich die Erfüllung meiner Träume, wo ich als junger Student in der Bearbeitung der zeitgenössischen Kunst gedacht habe, wenn ich einmal groß bin, möchte ich vielleicht mit denen oder der anderen etwas machen. Und jetzt kann ich das mit der Fläche des Stephansdoms machen und gewinne oft mit Mehrheit auch das Domkapitel, das das durchaus zu Recht kritisch sieht und sagt, alles werden wir nicht erlauben. Aber wenn er uns überzeugt, dann das Kunstprojekt mit der Eva Petritsch für 2023 ist schon fix unter Dach und Fach. Das wird eben leider nicht 22 gemacht, sondern 23 gemacht, soll mir auch recht sein. Ich plane mit ihr weiter und mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, weil die moderne zeitgenössische Kunst gibt mir vom Erleben des Menschseins, vom Verständnis dessen, was uns wirklich bewegt und was uns vor allem Zuversicht und Hoffnung bringt, ganz viel. Ich habe mich mit Künstlern zusammengesetzt in Corona-Zeiten, die ersten Wochen Lockdown, verbotenerweise Menschen aus drei Haushalten. Wir haben überlegt, es hat immer Pest. War beruflich, das geht. Genau, es hat Pestzeiten gegeben. Bei Ihnen ist alles beruflich. Was gibt es nach Pestzeiten für Pestsäulen an Kunstprodukten, an Kunstdenkmälern, die und so. Und ich habe schon innerhalb der ersten zwei Monate Corona-Lockdown geplant, was wird eine Corona-Rose sein können, die wir jetzt im Stephansdom schon über ein Jahr haben von Eva Petritsch. Was wird uns Hoffnung und Zuversicht geben wie die Himmelsleiter? Das haben wir geplant mit tüchtigen Unternehmerinnen wie Uschi Simacek, die gesagt hat, das möchte ich fördern, wenn wir dieses Projekt durchführen, dann zahle ich das alles. Und jetzt ist es von der Osternacht folgenden Jahres da gewesen bis zum Pfingsten dieses Jahres 22. Das sind fantastische Möglichkeiten, da brenne ich dafür. Genauso wie in der direkten Seelsorge ist diese erweiterte Seelsorge in der Begegnung mit zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern etwas, was mich tief bewegt und sehr dankbar stimmt. Käme Anna Netrebko jetzt auf Sie zu und würde sagen, ich würde gerne im Stephansdom singen? Anna Netrebko hat es nicht gemacht, Lydia Beitsch hat es gemacht als russischstämmige Künstlerin. Sagt, Toni, ich möchte gemeinsam mit ukrainischen Künstlern oder anderen internationalen etwas machen. Wenn Anna Netrebko sagt, sie will das für den Frieden gegen den Krieg tun, schauen wir, was möglich wäre. Müsste sie sich dafür vorher distanzieren von Wladimir Putin, weswegen sie ja auf einer quasi künstlerischen Sanktionsliste ist, wo beispielsweise auch der Herr Bachler sich schon zu Wort gemeldet hat, der sich dagegen ausspricht. Der Norman Schenz ist da viel versierter und kann Ihnen viel mehr Namen nennen, wo eben also quasi ein künstlerisches Embargo gibt. Jetzt könnte ja die verbindende Kirche und Sie als jemand, der die Kirche ins Heute und Jetzt bringen will, möglicherweise diesen Künstlern auch eine Plattform oder einen Raum geben, um sich zu erklären mit ihrer Kunst. Also wenn Sie Anna Netrebko von Putin und seinen Machenschaften, seinen kriegerischen, aggressorischen Tätigkeiten da distanziert und im Dom etwas machen will, herzlich willkommen. Ja, das wäre eben auch eben der angesprochene Intendant der Osterfestspiele in Salzburg, der da eigentlich vorgeprescht ist. Also das heißt, man muss eigentlich für diese Frau oder auch für einen Herrn Gergiev eine Lanze brechen. Ist das nötig, um auch in der Gesellschaft per se
ja, wieder ein bisschen Stabilität herstellen zu können? Es fällt mir schwer, für Herrn Georgiev eine Lanze zu brechen, wenn ich weiß, dass er Putins Kulturministerium mit 5000 Leuten dirigiert. Ob der sich wirklich distanzieren kann von Putin, weiß ich nicht. Aber alle, die es tun und gerne etwas so wie Lydia Beitsch und viele andere im Dom oder darüber hinaus etwas machen wollen, wir haben für die Caritas Soforthilfe mit Lydia Beitsch und Sopranja Kuschbler und vielen anderen, Peter Simonischek und Clemens Unterreiner, der heute seinen 50er, glaube ich, feiert, genau, ja, oder dazu wahrnimmt, wirklich karitativ vieles zu tun, wirklich vieles aufgestellt, 70.000 Euro, das war ein Beitrag und eine berührende Atmosphäre im Dom. Du hast die Stecknadel sozusagen fallen gehört, wie wir hier mit dem ukrainischen Botschafter und mit anderen 1.600 Leuten den Dom wieder gefüllt erlebt haben und unsere christliche Betroffenheit auch in christliche Hilfstätigkeit umgesetzt haben mit dem Kunstgenuss. Arnold Schwarzenegger dürfte auf jeden Fall auftreten, hat ein bemerkenswertes Video gestern produziert und auch veröffentlicht. Und ich glaube, Sie waren mal auch mit Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger war auf Besuch bei mir im Stephansdom, hat sogar die Orgel gespielt und hat sich Gedanken gemacht darüber, ob er nicht auch so ähnlich wie Niki Lauda einmal aufgebahrt sein kann. Mhm. Ich habe ihm das zugesagt, habe daraus jetzt kein Beichtgeheimnis konstruiert. Er war ein bisschen irritiert darüber, dass das in den Medien war. Landete. Aber ich die glaube, Quellen waren ja nicht bekannt, das waren sicher nicht bekannt. Sie haben mal gesagt, ich würde euch, glaube ich, alles segnen. Thema Zusammenleben zwischen Menschen, gesellschaftspolitisch, sei es, dass es kirchliche Würdenträger sind oder auch Gesellschaft als solches. Sie haben heftige Kritik geübt an dem Befund der Glaubenskongregation und damit des aktuellen Papstes, was die Segnung von homosexuellen Paaren betrifft, nämlich der Papst sagt nein, geht nicht. Sie waren öffentlich, auch der Kardinal war öffentlich. Sagen Sie uns ein bisschen was über die moral-theologischen Anwandlungen der katholischen Kirche, beziehungsweise wie und warum Sie da im Widerstand sind. Seit 9 Jahren hat Papst Franziskus mit vielen Kräften in der kirchlichen Gesellschaft gesagt, wir müssen den gleichgeschlechtlich Empfindenden einfach positive Signale gegenüber senden. Wir können noch nicht eine Hochzeit anbieten, wir können auch nicht eine offizielle Segensfeier anbieten. Warum eigentlich aber nicht? Weil wir da noch auf einem Stand sind, die das früher ganz abgelehnt hat, aber wir uns in einer Bewegung befinden seit 9 Jahren, die denen gegenüber zugeht. Und ich sage, ich kann es anbieten, im Gegensatz zu einem Beamten der Glaubenskongregation, der ohne Befragung der Vollversammlung der Kardinäle davor geprescht ist und sehr viel Unglück ausgelöst hat, nicht nur bei gleichgeschlechtlichen Empfindenden, sondern modernen Menschen der Gesellschaft in der ganzen Welt. Und auch die Bischöfe, der Chef der Deutschen Bischofskonferenz, Betzing, hat es dann am Tag darauf verkündet. Und da wusste ich mich dann auch etwas losgehend und habe gerne ein Interview auch für Profil angenommen, um da ein bisschen vorzupreschen. Der hat gesagt, dieses Dekret wird sich vor allem dadurch auszeichnen, dass es niemand in der Welt beachtet. Und das war ein großes Wort des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Und die österreichischen Bischöfe haben sich dann auch vorsichtig davon abgesetzt. Und ich habe gewusst, ich bin es all denen schuldig, die im Laufe der letzten Jahrzehnte hier eine offene Bewegung, eine Willkommensbewegung signalisiert haben, den gleichgeschlechtlichen Empfindenden, dass ich da vorpresche. Und es war wirklich so, mich hat nicht der Blitz getroffen, ich wurde nicht gemaßregelt, sondern im Gegenteil. Ein halbes Jahr danach haben wir auf der offiziellen Ebene der Bezirkspfarrer, der Dechanten von Wien, einen Studientag, 2 Studientage gehabt, wo wir sagen, bemühen wir uns doch, wie wir das moraltheologisch, dogmatisch, pastoral-liturgischen Segensfeiern wirklich bearbeiten können. Und von den 20 Bezirkspfarrern waren 19 sowieso zwar nicht so oft damit befasst wie ich, aber einige mehr, andere weniger. Und derjenige, der dagegen war, war nach 2 Tagen auch überzeugt. Mhm. Das heißt, da hat sich aus dieser dummen Äußerung des Glaubenskongregationsmitarbeiters etwas Positives entwickelt, dass wir gesagt haben, gerade Papst Franziskus selbst hat die letzten 9 Jahre unter Beweis gestellt, er verurteilt niemanden. Und plötzlich ist die kirchliche Lehre und Praxis der Erweiterung, es geht nicht so schnell, wie ich mir wünsche. Nicht einmal den Patriarch Kirill, aber es ist ein anderes. Genau. Aber das ist ein anderes Thema. Sie haben jetzt gesagt, noch nicht. Ich glaube schon in Bezug zur Frage, ob es nicht eine Eheschließung zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern geben kann. Wann wird es die geben, beziehungsweise wann sollte es geben? Eine Eheschließung im Sinne eines Sakramentes für gleichgeschlechtliche
Partner. Wir Christen haben alle eine prophetische Begabung, aber das Profil hat eine größere prophetische Begabung in mancher Hinsicht. Ich kann es nicht jahreszahlmäßig. Ich kann nur zurückblicken, wie ich vor 34 Jahren Priester geworden bin, hätte ich mir gedacht, ich erlebe schon bis zum 60. Geburtstag. Mhm. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Wir haben Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Empfindende im inoffiziellen Bereich und das machen sehr, sehr viele. Wir haben staatlich jetzt die Eheschließung endlich. Gott sei Dank hat ja auch ein paar Jahre und Jahrzehnte gedauert. Und braucht in Österreich den Verfassungsgerichtshof. Genau. Das war nicht die Politik. Richtig, es hat das sehr lange gebraucht. Ich denke mir, dass wir einfach an diesen Punkten nicht festhalten dürfen, zu sagen, an dem entscheidet sich, ob Kirche positiv oder negativ ist, sondern da ist ein Wachstum feststellbar. Und da ist ein Auftrag an mich. Bis zum 70. Geburtstag geht sich das vielleicht aus? Also Eheschließung? Die Eheschließung, die sakramentale Eheschließung nicht, aber eine völlig offizielle Segnung für gleichgeschlechtliche Empfindende, auch innerhalb des katholischen Kirchenrechts, kann ich mir sehr gut vorstellen. Nehmen Sie damit nicht automatisch in Kauf, dass die Zahl der Gläubigen, also die in den Statistiken aufscheinen, weniger werden, weil es ja eben, wir leben in einer sogenannten diversen Gesellschaft. Es gibt, glaube ich, mittlerweile 6 Geschlechter. Es gibt ganz viele Formen des Miteinanderlebens. Müsste die, weil Sie vorhin so oft angesprochen haben, die Kirche muss ins Heutige, dann wäre das doch ein immanenter Bestandteil. Und gestatten Sie mir da noch eine Nachfrage von Christian Rainer, nicht nur was die Gleichempfindenden und deren Sakrament betrifft. Der Kardinal Marx hat in der Süddeutschen sogar ein Cover damit bekommen, wo geschrieben stand, es würde manche Priester geben, für die wäre es gescheit, sie könnten heiraten und das Zölibat würde nicht gelten, der Zölibat. Ja, also wir hören ganz neue Töne, selbst von deutschen Bischöfen. Ich bin begeistert davon, wenn ich das vor 20 Jahren gesagt hätte, hätte ich fürchten müssen, sehe ich da einen blauen Brief unter der Türdacke. Bin sehr froh, dass wir da eine absolute Fortentwicklung und Weiterentwicklung feststellen können. Mhm. Selbst auf höchster Ebene von Vertrauten des Papstes. Kardinal Marx ist in der engsten Kardinalsberaterrunde des Papstes. Sehr, sehr schön, dass sich da was weiterentwickelt. Also mit dem 70er wird es noch etwas. Da können wir auf einige Themen schon zurückblicken. Diese Frage hat ja auch zwei Wurzeln, die, was wir in der ersten Hälfte schon angesprochen haben, ja leider auch ganz traurige, kriminelle, strafrechtlich relevanten Grund hat, nämlich den Missbrauch in der katholischen Kirche. Was kann denn die jetzige österreichische römisch-katholische Kirche tun, um maximal Missbrauch vorzubeugen, nämlich auch zu antizipieren? Mir als Staatsbürger fehlten allein auch eine Resonanz, auch wenn das im Bistum in Freising stattgefunden hat, zu sagen, wir setzen alles daran, dass das hierzulande nicht stattfindet. Und Christian Rainer weiß es nur allzu gut, es gab ein Profilcover, der Fall Grohe, es ist ja nicht so, dass wir davon befreit gewesen wären oder sind. Aber wie gesagt, auch der Rückblick in die Geschichte der österreichischen jüngeren Kirchengeschichte zeigt, dass Kardinal Schönborn sich dem sehr offensiv gestellt hat. Ich habe gemeinsam mit ihm und einigen Opferschutzbeauftragten einen Gottesdienst, einen Vergebungsgottesdienst im Stephansdom damals gestaltet, vor 13 Jahren. Nein, das war ein Schritt, einer der Schritte, die Opferschutzkommission, tausende Fälle, die bearbeitet worden sind, sehr viele Wiedergutmachungen, die gezahlt wurden, therapeutische Zahlungen für Therapie, die da waren. Ich glaube, wir sind als Österreich mit Kardinal Schönborn hier einen Vorbild Weg der Aufarbeitung gegangen, aber natürlich jeder einzelne Fall, der in der Kirche passiert, wiegt mehr als in jeder anderen Gesellschaftsschicht, weil wir ja vorgeben, wir wären schon auf dem Weg der Heiligkeit eine Spur voraus. Da sind wir natürlich nicht. Wir sind hoffentlich mit diesen Instrumenten bewusster dessen, dass wenn so eine Schuld passiert, wir ganz klar Null Toleranz zeigen müssen, Zero Toleranz zeigen müssen und das aufarbeiten und sind in Österreich soweit ich es beurteilen kann, schon wesentlich weiter als in München-Freising und wesentlich weiter als woanders. Sie meinen, das würde so ein Fall publik werden? Gäbe es nicht die Verschiebung von einer Kirchengemeinde zur anderen oder in eine andere Stadt? Gibt es definitiv seit 13 Jahren garantiert nicht mehr in Österreich und in Wien, soweit ich diesen Einblick habe. Und wir sind hier schmerzvollen Weg gegangen, um wirklich uns zuzuwenden, den Opfern und nicht die Täter zu schützen. Das war einfach eine völlig falsche Perspektive und die muss in anderen Teilen der Weltkirche noch aufgearbeitet werden. Ganz tragisch, dass ein Papst Benedikt, der Wesentliches dazu beigetragen hat, das zu bearbeiten, selber stolpert im Rückblick, sich nicht erinnern zu können. Das ist sehr, sehr tragisch, weil er die meisten Priester, die dessen angeklagt worden ist, suspendiert hat, aber gleichzeitig sich in den Niederungen der Teilnahme oder einer Ratskonferenz erinnern zu können oder nicht, das ist fatal. Dieses Bild nach außen ist fatal. Wir hatten vor Weihnachten Kardinal Schönborn hier im Club 3 zu Gast und auf die Frage, ob er sich eine wirkliche funktionale Gleichstellung der Frauen in der Hierarchie der Kirche vorstellen kann,
etwas einfacher ausgedrückt, die Priesterweihe für Frauen hat er ziemlich eindeutig gesagt Nein und auch ein wenig referiert dazu, dass es, warum das nicht geht. Warum das nicht geht und dass Gott schon wusste, warum Adam und Eva geschaffen hat. Wie sehen Sie das? Da bin ich jetzt ganz, wird es Ihnen schwerfallen. Nein, da bin ich ganz anderer Meinung. Okay. Ich bin nicht der Theologieprofessor, ich bin nicht der Kardinal, aber ich bin da ganz anderer Meinung. Ich hoffe, dass wir da mit den Stimmen der Weltkirche, mit vielen Theologen, mit vielen Bischöfen hier zu einer anderen Position gelangen können. Achte die Rücksichtnahme von theologischen Argumenten von gestern und von vorgestern. Aber ich denke mir, da müssen wir auch deutlich im Heute ankommen. Widerspreche da meinem Kardinal ungern, aber in dieser Sache muss ich es. Ich hoffe, dass da die Priesterweihe der Frau auch zuerst einmal die Weihe als der Frauen zum Diakon sehr offen steht. Der Papst Franziskus das genau prüft. Da sind wir schon einiges weitergekommen und später dann auch die Priesterweihe der Frau. Bin sehr dankbar, dass das auch andere Kardinäle und Bischöfe und Theologen so sehen. Und wo sind wir letztendlich dann am 18. März 2032, am 70. Ja. Geburtstag, dann beim Zölibat angekommen? Ja, die Zölibatsbestimmung ist natürlich auch eine, die durch die Jahrhunderte hindurch nie ganz recht verstanden werden konnte, weil sie nicht den Erfolg gehabt hat, den sie eigentlich versprochen hat. Dass man sagt, ist der Priester dann wirklich freier für seinen Dienst vor Gott und für die Gemeinde oder nicht? Gibt es Reformhebel überhaupt? Natürlich, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sagen, ich habe zum Beispiel in meinem Team von Priestern am Stephansdom 3 Priester, die verheiratet sind. Da werden sie sagen, warum gibt es das? Einer, der ehemals evangelisch ist, der als evangelischer Pastor konvertiert ist und 2, die aus der ukrainisch-unierten Gemeinde sind. Es kann ihnen passieren im Beichtstuhl, im Beichtzimmer von St. Stephan, wenn sie sagen, Herr Pfarrer, Sie verstehen zwar nichts von der Hochzeit, aber bei mir ist es so und so in meiner Ehe. Und der sagt ihnen, nein, ich habe auch 3 Kinder. Oder ein Priester sagt, ich war auch verheiratet, aber meine Frau ist mir durchgegangen. Und ich muss mich um die 4 Kinder selber kümmern. Also diese Möglichkeit gibt es, das ist aber nur ein kleiner Teilbereich. Aber ich denke mir, die Zölibatsdiskussion ist reichlich überfrachtet. Es gibt, ich könnte ebenso eine Ehediskussion anstoßen. Ich verheirate gerne 30 bis 50 Ehepaare pro Jahr. Ich bin aber nicht dafür verantwortlich, ob die funktionieren oder nicht. Ich bin sehr, sehr froh, wenn 2 Handvoll Ehepaare als vorbildlich leben, lückenlos, makellos und hundertprozentig treu, ohne Schwierigkeiten. So ist es auch bei den Zölibatären. Also wenn Sie mich fragen würde, wie viele leben Zölibatär ganz im Sinne der Regelung des Zölibats, werde ich auch 2 Hände dazu verwenden können und bei anderen sagen, ja, sie zielen es an, sie machen dort einen Kompromiss, sie versuchen liebend zu sein, sie versuchen dort und da ihren Beitrag zu leisten und sind nicht vollkommen. Das ist das Gute in der katholischen Kirche, dass wir nicht nur mit den Vollkommenen zu tun haben, sondern selbst die, die nicht vollkommen sind, gut gebraucht werden als Botschafter der Liebe Gottes. Wir haben noch wenige Minuten, aber da Sie so outspoken waren heute, vielleicht noch eine persönliche Frage. Jetzt der 60. Geburtstag, was machen Sie, wenn Sie vom Club 3 weggehen? Wie werden Sie den Tag verbringen? Sie waren, sagten Sie heute am Morgen schon an speziellen Stellen, genau, Ihrer Kirche, Ihres Stephansdoms. Ich war im Dom an der Stelle, wo ich vor 34 Jahren zum Priester geweiht worden bin und wo ich vor 25 Jahren so einen Auftrag bekommen habe, als Dompfarrer hier zu wirken. Bin dort demütig niedergekniet und habe gesagt, Herr Gott, danke, dass ich gesund bin. Meine Gesundheit ist auch eine Fragilität, eine fragile Angelegenheit, wo ich immer schon wieder gespürt habe. Ich darf hier arbeiten, ich möchte gerne bis 75 hier weiterarbeiten als Seelsorger, als ganz normaler Pfarrseelsorger, als Manager, als Öffentlichkeitsarbeiter, für ein freundliches Gesicht der Kirche hoffentlich und erwarte mir heute noch viele Menschen, mit denen ich das Leben teilen darf, in Dankbarkeit, dass es mich gibt, dass Gott mir Talente geschenkt hat, die ich für andere einsetzen kann, dass ich viel Segen zugesprochen bekomme, dass ich weiter zum Segen für andere sein kann und dass meine vielen Fehler diesen Segensdienst nicht überdecken und kann dort und da mit Freunden hoffentlich das Leben hochhalten und mir überlegen, wie können wir in Zukunft das Leben auch weiter gestalten und am Abend mit lieben Freunden keine Party natürlich, sondern eine kleine Freundesrunde, mit denen gemeinsam auf das Leben anzustoßen, um morgen wieder weiterzuarbeiten. Und am Sonntag habe ich Down-Syndrom-Messe mit dieser Gruppe von Menschen, wo ich heute noch nicht, aber am Sonntag mit verschiedenfärbigen Socken dafür werbe, dass wir auch Menschen, die ganz anders sind als wir, mit einem Chromosomensatz, der anders ist, auch ein herzliches Willkommen in der Domkirche bieten kann, in der Kirche gesamt. Gestatten Sie mir noch eine Frage, weil wir gerade Fastenzeit haben und auch und gleichzeitig eine selten bescheidene Zeit. Man kann noch nichts feiern wie früher. Es ist Krieg. Worauf verzichten Sie gegenwärtig oder gibt es irgendwas, worauf Sie bis Ostern verzichten?
Ich verzichte auf Party, auf Geburtstagsgroße Feiern. Ich verzichte darauf, dass wir jetzt einfach nicht so tun können, als ob es keinen Krieg gäbe. Aber gleichzeitig brauchen wir gesellschaftliche Begegnung, brauchen wir persönliche Wertschätzung, brauchen wir Hochschätzung. Das heißt, es wäre nicht gut, mich nur mit einer schwarzen Decke zu umhüllen und nur mal bitter zu arbeiten gegen die Not, gegen die Armut in dieser Zeit, sondern es braucht gemeinsames Essen, es braucht gemeinsames Mahlhalten, es braucht gemeinsamen Glückwunsch. Wenn wir das nicht achten, haben wir für das andere auch keine Kraft. Da ist die katholische Tradition, glaube ich, ein tolles Zeichen, dass es Kultur wird hochgehalten und gleichzeitig dem Armen, dem Nächsten, der Not wird wirklich entschieden begegnet. Da wird wirklich etwas aufgestellt. Und gerade in solchen Konzerten, wie wir es für die Ukraine gemacht haben im Dom, gerade in festlichen Gottesdiensten, gerade in dem, wo wir miteinander zusammenkommen können, viele Kräfte mobilisieren. Ich werde selbst heute meine Freunde, die eingeladen sind, nicht motivieren, unbedingt etwas zu opfern. Ich weiß aber, dass alle eingeladen sind, selber ein Opfer setzen, um dieser Krise in der Ukraine beizukommen. Sie werden die halbvollen Gläser leeren, weil Sie davon sprachen. Johanna Hager, Norman Schenz, vielen herzlichen Dank fürs gemeinsame Diskutieren. Herr Dompfarrer Faber, danke, dass Sie bei uns zu Gast waren im Club 3. Herzlichen liebe Zuseherinnen, Dank. Liebe Zuseher, danke, dass Sie uns Ihre Zeit gewidmet haben.